Liebe Freunde des Loro-Parkes, es ist eine neue Industrie entstanden, die sich daran bereichert, bestehende Strukturen besonders durch Angriff auf herausstechende Industrieunternehmen mit Verleumdungen, Unwahrheiten, Szenarien, die es gar nicht gibt, und durch Rufschädigung das Leben zu erschweren. Es handelt sich dabei um Marketingfirmen, die unser Leben nach ihren Vorstellungen beeinflussen. Wir sollen alle vegan leben, keine Milchprodukte zu uns nehmen. Wir dürfen keine Haustiere halten, sollen keine Handtaschen oder Schuhe aus Leder tragen. Und jetzt wollen sie auch noch unsere Urlaubstage beeinflussen, damit wir keine Zoos besuchen. Auch werden wir im Loro-Park seit Jahren angegriffen während der Haltung unserer Orcas und Delfine. Und dazu möchte ich Ihnen Einblick in die reale Delfin- und Orca-Haltung in unseren Anlagen geben. Es gibt in Europa 6 Orcas, 5 in Menschenobhut geborene und ein, Morgan, wurde aus dem Meer gerettet. 2 davon leben in einer mittlerweile geschlossenen Anlage von Marineland Antibes in Frankreich und die Behörden sind bemüht, eine Lösung für das Verbleiben dieser Tiere zu finden. Und 4 Tiere leben bei uns hier im Loro-Parke. Die so oft erwähnten Auffangstationen, die beschönigend gerne als Sanctuaries bezeichnet werden, sind nicht existent. Abgesehen vom Netzkäfig, der nicht größer ist als unsere Becken in Island. Die Anlage ist belegt mit 2 Beluga-Walen, die während der Wintermonate in ein geschütztes Becken in einem Gebäude übersiedeln, welches erheblich kleiner ist als der Netzkäfig. Somit gibt es für Tiere, die nach einem Verbleib suchen, 3 Möglichkeiten. Ein Sanctuary, welches es bis heute gar nicht gibt. Eine von Menschen gestaltete Anlage, wie die unsere, oder die Eunatasie. Das als letzter Ausweg. Denken wir nur an das Walross Freya im August 22 in Norwegen. Freya fühlte sich in menschlicher Nähe sehr wohl, tummelte sich gern auf dem Boden im Hafen, bis es zur Belästigung wurde und die Behörden das Tier einfach abschossen. Ein anderes Beispiel sind die Delfine aus Barcelona, die heute im Attika-Park in Griechenland ihre Runden drehen und Vorführungen machen in ähnlichen Becken, wie sie bereits in Barcelona hatten. Das Aquarium von Baltimore hat 10 Jahre lang versucht, ein Sanctuary für seine Delfine zu finden. Nach 10 Jahren hat man die Suche aufgegeben und die Tiere behalten. Auch muss ich einmal etwas klarstellen. Orcas schwimmen nicht jeden Tag 100 Meilen. Normal sind 7 bis 10 Kilometer. Aber auf der Suche nach neuen Futterstellen oder Paarungsmöglichkeiten kann es vorkommen, dass die Tiere längere Strecken, vielleicht auch mal 100 Meilen zurücklegen. Üblich ist das nicht. In Menschenobhut müssen Orcas bewegt werden. Sie müssen also mindestens für 10 Meilen am Tag Energie aufwenden. Das erreichen wir durch ständiges Training und der Höhepunkt des Trainings sind unsere Vorführungen. Seit mehr als 10 Jahren zeigen wir ausschließlich die natürlichen Bewegungen der Orcas und Delfine, wie sie auch in der freien Natur zu sehen sind. Das sind keine Zirkusnummern, das sind Lernstunden. Und die Begeisterung unserer Gäste zeigt immer wieder, wie wichtig diese Vorführungen zum Verständnis und zur näheren Begegnung mit den Tieren für unsere Besucher sind. Unsere Tiere werden unter den besten Bedingungen gehalten, haben die liebevolle Zuwendung ihrer Pfleger, eine ausgewogene, spezifisch auf jedes Tier abgestimmte Diät, 24-stündige medizinische Versorgung, tägliche Kontrollen des Wassers, in dem sie leben, und somit ein geschütztes Dasein, sodass man davon ausgehen kann,
dass sie mit ihrem Leben zufrieden sind und das so oft proklamierte Leid, welches mit kleinen Betonbecken und Langeweile in Verbindung gebracht wird, wurde bis heute noch von keiner Expertengruppe wissenschaftlich bestätigt und durch unser kontinuierliches Bemühen auch seine Richtigkeit verliert. Man hat bereits mehrere Delfinarien geschlossen. Kein Tier ist in einem Sanctuary untergebracht. Fast alle machen heute ihre Vorführungen in China. Sanctuaries gibt es nicht. Es wird auch schwer sein, von irgendeinem Land, das ans Meer grenzt, eine Genehmigung zu bekommen, weil die Anlage eines Sanctuaries durch tiermedizinisch-biologischen Gründen einfach gefährlich ist. Da gibt es Probleme mit der Sicherheit, mit der Infrastruktur, wie Kühlhäuser, Unterkunft, Klinik, Sauberkeit, Erreichbarkeit und vor allem die Finanzierung. Die meisten Tiere, die in den Delfinarien in Europa gehalten werden, kommen aus dem Golf von Mexiko, sind also biologisch nicht vereinbar mit den Tieren, die im Mittelmeer oder hier in Makaronesien leben. Es dürfte interessant sein zu wissen, dass es in Europa nur 260 Delfine gibt, wovon 80% in menschlicher Obhut geboren wurden, die sich auch als Botschafter für ihre Brüder und Schwestern im offenen Meer bewährt haben und das zumindest in den besten Zoos stattlich Überprüfungen stattfinden und die Mitgliedszoos von den Verbänden wie WASA, EASA, AISA, EAAM, AMMPA regelmäßig überprüft werden. Loropark hat abgesehen von diesen Überprüfungen auch noch die Akkreditierung und Zertifikate von ISO 9000, ISO 14000, TÜV Rheinland, EMAS, Biosphere und American Humane. Bitte glauben Sie nicht alles, was diese neue Industrie, welche reine Marketingstrategien und keinen Tierschutz verfolgt, erzählt. Sicher ist eines, die kassieren enorme Gelder, so verdient der CEO einer dieser amerikanischen Organisationen mehr als $1 Million pro Jahr. Und von ihren über 100 Millionen Einnahmen geben sie knapp 2% für den Tierschutz aus. Ganz besonders werden die Hundeauffangstationen von Peter, die 85% der Tiere innerhalb von 2 Tagen töten und die vielen, vielen Millionen, die sie an Spenden einnehmen, dienen lediglich dem Wohlergehen ihrer Organisatoren. So hat Peter in den letzten Jahren knapp 50.000 Hunde und Katzen umgebracht. So ist es bei vielen dieser Organisationen, die einzig und allein das Wohlergehen ihrer Organisation im Blick haben und nicht, wie Loropark, ihr Engagement für die Tiere täglich unter Beweis stellen. Loropark Foundation investiert seit 30 Jahren in den Natur- und Artenschutz und hat bis heute mehr als 27 Millionen investiert. Und das nicht in Gehälter und Unkosten, sondern Beiträge, um die Tiere in der Natur zu schützen. Helfen Sie uns bitte, unterstützen Sie uns, bringen Sie Ihre Meinung zum Ausdruck im Internet. Nur so können wir uns weiterhin zum Wohle der Tiere einsetzen.